Und ein weiteres Team hat sich für das Viertelfinale qualifiziert. Japan. Das Ufer der Wupper bei Solingen. Familie Nigelow auf Sonntagstour. Vor 80 Jahren gründeten die Nigelows eine Scherenfabrikation in Solingen. Inzwischen leitet die dritte Generation das Familienunternehmen und führt das alte Erbe der Klingenstadt fort. Es gibt nicht mehr viele in Solingen, die heute noch Scheren machen. Ernst Wilhelm Nigelow auf dem Weg in den Familienbetrieb. Tschüss. Tschüss. Bleib nicht so lange, bitte. Wir sonst schon mal. Ja. Wenn was ist, rufe ich an. Gut. Ich meine, ein bisschen arbeiten muss er ja noch. Natürlich schöner, wenn er auch mal ein bisschen öfter zu Hause bleiben könnte. Die Firma ist halt immer sein Leben gewesen und das ist auch heute noch so. Ernst Wilhelm Nigelow schaut noch fast jeden Tag vorbei. Die Zukunft des Familienunternehmens lässt dem Senior keine Ruhe. Moin zusammen. Moin. Was macht der Rüdiger? Ein paar Scheren sauber. Alles Solingen? Ja. Die bleiben so. Bleiben. Ja, die sind ja auch hinterher schön blank. Ich liebe Scheren. Wenn ich eine Schere anfasse, dann ja auch, um sie zu öffnen und wieder zu schließen. Und dabei bemerke ich dann, wie ist die Funktion der Schere. Und so ideal ist sie, wenn sie auch einen Ton, einen sanften Ton von sich gibt. Wir sagen, wenn sie singt. Doch Scheren müssen heute vor allem eins sein: billig. Der Preisdruck wird immer härter, der Wettbewerb ist unerbittlich. Das sehe ich mit Sorge, weil die Qualität nicht mehr so geschätzt wird, weil auch immer mehr Wettbewerb aus dem Ausland da ist, aus Asien. Die Asiaten werden auch immer besser, sind sehr innovativ. Seit 2 Jahren leitet Schwiegersohn Ralf Ebner die Geschäfte. Weil dann können wir ganz anders biegen, haben wir ganz andere Möglichkeiten. Weiterentwickeln, effizienter arbeiten, Kosten sparen. Wir müssen es aber vor der Spitze stehen lassen. Wir müssen ja dann aus der Spitze spitz machen. Mit Sorgfalt und nach alter Solinger Tradition gute Scheren herzustellen, das reicht heute nicht mehr. Die Marge, die uns bleibt, wird immer enger und da müssen wir Lösungen finden. Und das geht nur mit neuen Technologien, neuen Schritten, neuen Wegen. Der letzte Schliff ist immer noch Handarbeit. Früher einmal stellten über 300 Betriebe in Solingen Scheren her. Heute sind es noch rund 20. Der Begriff Made in Solingen hat nicht mehr diese Bedeutung, wie er sie hatte, in der Vergangenheit hatte. Ein ganz großer Teil unserer Konsumentengesellschaft, der weiß ja gar nicht mehr mit dem Begriff Solingen anzufangen. Die Wasserkraft der Wupper. Sie hat Solingen einst zu dem gemacht, was es war. Made in Solingen, die Stadt der Klingen, bekannt in der ganzen Welt. Zahlreiche spezialisierte Handwerker stellten hier Scheren und Messer her. Viele als Heimarbeiter in ihren Werkstätten, den Kotten. Scheren und Messer für jeden Zweck. Lieferfrauen trugen die fertigen Stücke zu ihren Auftraggebern, großen Fabrikanten, die die Klingen in alle Welt verkauften. Damals, vor rund 100 Jahren, wuchsen in Solingen 2 Nigelow-Brüder auf. Willi, der Ältere, wollte Scherenschleifer werden. Nicht so der Jüngere, Ernst. Mein Vater, der wollte und sollte eigentlich etwas anderes lernen. Vater war ein sehr guter Schüler und sein Rektor, der hatte empfohlen, dass er doch irgendwo aufs Büro, also einen kaufmännischen Beruf erlernen sollte. Aber das wiederum wollte mein Großvater nicht. Ernst Wilhelm Nigelows Großvater arbeitete als Exportpacker.
Ein Dienstleistungsberuf. Er ging in die Betriebe und verpackte dort die Messer und Scheren, die nach Übersee gingen. Ihn faszinierten die fein gearbeiteten Scheren. Für jede waren verschiedenste Arbeitsgänge nötig, ausgeführt von hochspezialisierten Handwerkern. Und einen dieser Handwerksberufe sollte jeder seiner Söhne lernen. Ernst folgte dem Wunsch des Vaters. 1918 begann er eine Lehre als Scherenmonteur. Der fügt die zwei Hälften einer Schere am Ende nach dem Schmieden, Härten, Schleifen, Pliestern, Polieren so zusammen, dass sie perfekt schneidet. Jetzt hatte die Familie zwei Scherenmacher. Ernst, den Scherenmonteur, und seinen Bruder Willi, der Scherenschleifer geworden war. Willi und Ernst werden einige Jahre später gemeinsam eine Scherenfabrikation eröffnen, die Keimzelle des heutigen Familienunternehmens. Und die nächste Generation setzte die Tradition fort. Ernst Wilhelm Nigelow lernte das Handwerk des Scherenmonteurs von seinem Vater. Unser Vater, der regte sich auf und verbot uns, in den Pausen etwas zu tun, was wir als junge Leute gerne taten, nämlich Kugelstoßen. Um Gottes Willen, ihr verderbt euch das Gefühl der Hand, wenn ihr nach der Pause wieder ein Scherchen in die Hand nehmt, das so fein fühlen muss, dann habt ihr die Hand verdorben. Auch heute werden die Scheren bei Nigelows von Hand montiert. Es bleibt eine Sache des Fingerspitzengefühls. Doch der Beruf hat sich verändert. Ernst Wilhelm Nigelow hat früher noch für jede Schere extra ein eigenes Schräubchen hergestellt. Von Hand an einer speziellen Fräsbank. Das Fertigen der individuellen Schraube, das ist verloren gegangen. Ich wäre ja glücklich, wenn wir noch so eine Fräsbank hätten, so, um sie im eigenen Museum zu zeigen, um sie überhaupt noch oder um das Handwerk noch weiterzureichen, mal nahe zu bringen, welcher Aufwand da früher getrieben wurde, um eine einzige Schere herzustellen. Familientreffen im Garten der Kinder. Schwiegersohn Ralf Ebner ist für das Feuer zuständig. Die Enkelkinder wollen Stockbrot machen. Alle sind da, die zum Familienbetrieb gehören. Ernst Wilhelms Frau Hannelore, Schwägerin Karin, sein Neffe Tim, die Enkelkinder. Tim Nigelow gehört zur dritten Generation. Er leitet im Familienbetrieb die Produktion. Tochter Birgit, das einzige Kind von Ernst Wilhelm Nigelow, ist Ärztin. Der Vater hätte sie gerne im Betrieb gesehen. Habe ich mir gewünscht, ja. Das konnte ja gar nicht anders sein. So ein Familienbetrieb, da muss ja jemand aus der Familie hinterherkommen. Ja, habe ich mir schon gewünscht. Ich war ja in die Richtung schon auch interessiert, also auch schon vorher durch meine Leistungskurse Mathe, Französisch in der Schule ging das Ganze natürlich schon so, dass ich an Zahlen eben auch interessiert war zum Beispiel und auch Sprachen mir immer viel Spaß gemacht haben und das zunächst mal sicherlich naheliegend war. Ne? Und dann ist mir im Laufe der Jahre eigentlich erst klar geworden, dass das für mich persönlich jetzt doch nicht die richtige Richtung ist. Sondern dass meine Neigungen doch vielleicht eher woanders liegen. Ich habe mich also nie von meinen Eltern in irgendeiner Art zu irgendwas gedrängt gefühlt. Ralf Ebner, Birgits Mann, hat vor 2 Jahren die Geschäftsführung übernommen. Er trägt jetzt die Verantwortung für das Familienerbe. Und der nächsten Generation bleibt nicht verborgen, dass die Zeiten für Solinger Scherenmacher hart sind. Doch leicht war es auch früher nicht. Es war das Jahr 1930, kurz nach der Weltwirtschaftskrise. Ihre gemeinsame Scherenfabrikation begannen die Brüder Nigelow in einem Kotten, einer kleinen Werkstatt. Die treibende Kraft war Willi, der Scherenschleifer. Er war Spezialist für sogenannte aufgebogene Scheren.
Aber er wollte kein Heimarbeiter sein und auch nicht als Angestellter sein Geld verdienen. Willi meldete ein eigenes Gewerbe an, den Krisenzeiten zum Trotz. Von nun an lieferten sie ihren Auftraggebern fertige Scheren. Schleifen und montieren konnten sie selbst. Die anderen Arbeitsgänge gaben jetzt sie bei Heimarbeitern in Auftrag. Auch ihre Eltern packten mit an. Und so ist es seitdem immer gewesen. Die, die in der Verantwortung standen, konnten sich auf die Familie verlassen. Wir haben eigentlich alles gemacht, was anfiel. Im Betrieb gearbeitet, im Büro gearbeitet. Die Männer brachten uns dann die Sachen mit in einzelnen Kartons, wo dann die Scheren, Pinzetten, Feilen drin waren und die Etuis extra. Das haben wir nicht nachgehalten, wie viel das war. Naja, immer so zwischen der Hausarbeit dann einfach. Ja, natürlich. Mhm. Kleinen Haushalt und kleinen Garten hatten wir ja auch noch. Ja, aber so wie ihr das früher gemacht habt, auch dass ihr ja mit in die Firma gegangen seid, zum Teil Briefe geschrieben habt und solche Sachen und dann eben auch die tagelange Hausarbeit dann eben, das machen wir ja eigentlich doch heute nicht mehr. Nee, das machen wir nicht mehr. Vieles hat sich verändert, manches wollen die Nigelos bewahren. Die Sache mit der Fräsbank geht Ernst Wilhelm Nigelow nicht aus dem Sinn. Er möchte diese Maschine wiederfinden, mit der er als junger Scherenmonteur gearbeitet hat. Guten Tag. Er versucht bitte es bei Scherenschleifer Dieter Völkner. Ja, Völkner. Oh Mann, ja. Wie ist es? Ja, Mut. Ja, zu tun hat er ja noch, wenn ich sehe, was so da rumliegt. Ich bin immer noch auf der Suche nach etwas, das sich Fräsbank nennt, und zwar eine Fräsbank, um Schrauben zu fräsen. Und so eine, wir nannten es Fräsbank, nennen sie Drehbank oder was. In Solingen war es allgemein die Fräsbank. Ja. Und sowas suche ich für unser eigenes Museum. Zwei Mann, die kennen die, also noch so alte Sachen machen. Dieter Völkner weiß auch keinen Rat. Umhören will er sich, verspricht er. Völkner ist ein Handwerker, wie es in Solingen heute nur noch wenige gibt. In seiner kleinen Werkstatt stellt er Scheren für große Auftraggeber her. Sondermodelle, die viel Handarbeit erfordern. Fast so, wie es ganz früher die Brüder Nigelow gemacht haben. Ernst Wilhelm Nigelow ist begeistert. Das ist also Kottengeruch. Also da nimmt man wieder etwas auf, das man ja durch Jahrzehnte seines Lebens so einfach in der Nase hatte. Kindheitserinnerungen. Zwei kleine Nigelows, Ernst Wilhelm und sein Cousin Willi. Die zweite Generation. Gerade mal 2 Jahre alt waren sie, als Hitler Deutschland in einen Weltkrieg trieb. Die Betriebe wurden auf Kriegswirtschaft umgestellt. In Solingen wurden jetzt HJ-Messer und SA-Dolche hergestellt. Auch die Nigelows mussten überlegen, welche Art von Scheren in Kriegszeiten gebraucht werden könnten. Dann bekamen sie einen Auftrag. Verbandsscheren wurden benötigt. In großer Zahl. Nigelows wurden zum Betrieb mit kriegswichtiger Aufgabe erklärt. Ein Glück für die beiden Scherenfabrikanten. Sie wurden UK gestellt, unabkömmlich, und mussten nicht an die Front. Sie versuchten auch, ihre Mitarbeiter davor zu bewahren. Manches Mal hatten sie Erfolg. Der Feind sprach in der letzten Nacht an verschiedenen Orten in Westdeutschland, unter anderem in Köln, Schweiz und Brandenburg. Aber der Krieg dauerte und die Bomben trafen auch Deutschland. Nachtjäger schossen 2 der angreifenden Flugzeuge ab. Ich habe als Kind viel Angst gehabt, das ist nun mal so. Vor allen Dingen nach den und während der beiden großen Angriffe auf Solingen, 4. und 5. November 1944. Und dann kamen ja viele kleinere.
Die Werkstatt in Solingen wurde verschont. Aber einige Mitarbeiter kehrten nicht zurück. Der Wiederaufbau in Solingen war schwer. Den Betrieben fehlten die Fachleute. Viele Handwerker waren gefallen. Der internationale Handel war zusammengebrochen. Messer und Scheren wurden nicht mehr exportiert. Doch den Nigelos gelang der Neuanfang trotzdem. Frühstück bei Familie Ebner. Alle sind auf dem Sprung. Melanie muss in die Schule. Birgit und Ralf sind ein Paar, seit sie selbst zur Schule gingen. Als Birgit ihr Medizinstudium begann und sich gegen die Nachfolge im Familienbetrieb entschied, erlebte Ralf Ebner die Diskussionen hautnah mit. Die Problematik, die war allgegenwärtig. Wie geht die Firma weiter? Und dass mein Schwiegervater sie nicht fremd verkaufen wollte, lag auf der Hand. Ralf Ebner studierte damals Bauingenieurwesen und arbeitete nebenher im Betrieb seines Schwiegervaters. Nach dem Examen stand die Frage im Raum, kommt er ganz in den Familienbetrieb? Ich habe lange genug damals studiert, die Zeit war reif und ich empfand selber die Entscheidung, jetzt oder gar nicht. Und habe dann eben gesagt, komm, Studium abgeschlossen, vernünftig. Man ist kein Abbrecher, der irgendwas Neues anfängt, sondern ganz bewusst dann sagen, ich sehe zu, wie ich die Firma übernehmen kann und aufbauen kann. 1993 stieg Ralf Ebner in die Firma der Nigelos ein, lernte, wie man Scheren herstellte und Scheren verkaufte. Doch die Zusammenarbeit war nicht immer leicht. Wenn man über mehrere Jahre als Doppelspitze fungiert und jeder eine etwas andere Richtung einschlägt, einmal Traditionen bewahren, Strategien bewahren, dagegen eigentlich Neuentwicklungen, andere Kunden, andere Märkte aufzubauen. Und man kann ein Team nicht führen, wenn der eine nach links, der andere nach rechts geht. Und es war einfach sinnvoll, richtig, sich zu überlegen, wie gehen wir weiter, wie machen wir das Ganze. Sein Schwiegervater ist ein Frühaufsteher. Früher war Ernst Wilhelm Nigelow oft schon kurz nach Sonnenaufgang im Garten. Im Mai ist die Zeit, um Bohnen auszusehen. Die Familie freut sich. Vor allen Dingen über Bohnen freut sich der Herr Ebner am meisten. Er macht gerne Bohnen. Der hat schon vor vielen Jahren gesagt, komm, lass mich mal hier die Geschäftsführung übernehmen und du machst die Bohnen. Wie sollte es mit dem Familienbetrieb weitergehen? Bei der Gartenarbeit hatte Ernst Wilhelm Nigelow Zeit, über alles nachzudenken. Ein Hobby, das er von seinem Vater übernommen hat. Mein Vater hat immer im Garten gearbeitet. Ich muss allerdings sagen, dass ich, als mein Vater noch lebte, den Garten nicht gemacht habe und auch nicht beim Vater im Nutzgarten geholfen habe. Denn das machte ich ihm nicht gut genug. Der hatte da ganz andere Vorstellungen. Er würde sich heute über meine Aktivitäten sicherlich freuen und würde das gar nicht begreifen können, dass ich auf einmal im Garten arbeite. Anders im Betrieb. Da arbeiteten er und sein Vater viele Jahre eng zusammen. Mein Vater war da und ich war da. Und ich hatte überhaupt keine offiziellen Befugnisse, obwohl ich alles machte. Nach Vaters Tod wurde ich dann Geschäftsführer. Also eigentlich nur für wenige Jahre, nicht? Denn der Vater hat ja bis 2001 gelebt. Und ich wurde dann Geschäftsführer noch für 7 Jahre. Denn mittlerweile drängte es schon seinen Schwiegersohn, die Verantwortung zu übernehmen. Ernst Wilhelm Nigelow entschied sich schließlich, die Geschäftsführung abzugeben. Schweren Herzens. Ja, für mich war es schwierig, die Ideen, die ich im Kopf hatte, nicht mehr loswerden zu können. Da muss man sich dann bescheiden, da muss man sich dran gewöhnen, beziehungsweise man darf ja auch, und so ist es ja nun inzwischen auch gekommen, man muss dann mit denen, die die Ideen vielleicht doch noch verwirklichen könnten, darüber sprechen.
Anfang 2009 übernahm Ralf Ebner die Leitung des Familienerbes. Gleich zu Beginn stand er vor einem Problem. Eine Bank strich der Firma einen hohen Kredit. Das war eigentlich zu erwarten. Denn mir haben die Banken sehr viel Kreditwürdigkeit entgegengebracht. Jetzt kommt aber da ein neuer, den man noch gar nicht ein- und abschätzen kann, was der tut und welche Ideen er bringt. Und dann ist die Bank, das muss sie sein, vorsichtig. Ist Verständnis. 500.000 Euro musste Ralf Ebner in kurzer Zeit zurückzahlen, sonst drohten der Firma hohe Strafzinsen. Da haben wir einen Großteil der Arbeitszeit damit verbracht, wirklich jeden Tag zu rechnen, wo nehmen wir was her, wie ging das. Ich muss Ihnen sagen, nach 3 Monaten hatten wir diese Phase überstanden, vor allen Dingen dadurch, dass die Familie nicht der Bank die Sicherheiten gegeben hat, die sie gerne hatte, sondern sich hier weiter im Unternehmen massiv engagiert hat. Die Familie hält zusammen. Das war für Ralf Ebners Frau Birgit und ihren Cousin Tim von klein auf selbstverständlich. Ganz eng sind wir miteinander groß geworden. Eigentlich fast wie Geschwister, muss man sagen. Man hat natürlich sehr viel zusammen gemacht. Wir sind ja auch nur ein gutes Jahr auseinander vom Alter her. Familienurlaub in Holland, 1966. Ernst Wilhelm Nigelow mit seinem Töchterchen Birgit. Und sein Cousin Willi mit seinem Sohn Tim. Die Väter arbeiteten damals schon seit 10 Jahren mit im Betrieb. Und die Kinder wuchsen zusammen auf. Es wurde das Obst gemeinsam geerntet. Wir hatten auch Sauerkirschen und die wurden dann gemeinsam entsteilt. Und wir sahen dann immer aus, als hätten wir irgendwas geschlachtet, weil eben halt diese rote Flüssigkeit kam. Und das wurde eigentlich dann auch immer alles zusammen gemacht. Tims Vater Willi war begeisterter Hobbyfilmer und Fotograf. Er hielt das gemeinsame Familienleben fest. Man war immer zusammen, dadurch, dass die Familien nebeneinander gewohnt haben und ja auch immer allerengsten Kontakt hatten. Das heißt, es ging morgens früh los, schon vor 7, wenn dann die Männer in die Firma fuhren. Dann traf sich schon die Hälfte der Familie mindestens auf dem Hof zwischen den Häusern und dann ging das gemeinsame Leben eigentlich los. In den beiden Häusern wohnten 2 Familien Nigelow mit jeweils 3 Generationen. Und morgens fuhr man zusammen in den Betrieb. Meine Schwiegermutter, der Onkel, der Ernst Wilhelm und mein Mann. Das Auto war dann voll. Wir hatten auch zu der Zeit nur ein Auto, aber wir kamen damit aus. Solingen in den 60er Jahren. Die Stadt der Klingen hatte ihre führende Rolle auf dem Weltmarkt verloren. Die Solinger Schneidwarenhersteller konkurrierten jetzt mit Produzenten in Italien, Frankreich, Japan. Doch Nigelows konnten sich behaupten. Sie hatten wichtige Kunden, zum Beispiel in Amerika. Alles lief gut, bis der Dollarkurs fiel. Die Amerikaner, die waren gewöhnt, nur auf Dollarbasis Aufträge zu erteilen und nur Dollarbasis Rechnungen zu akzeptieren. Und zwischen dem Zeitpunkt der Auslieferung und der Berechnung bis zur Zahlung war unter Umständen der Dollar schon wieder verfallen. Und wenn ich mal sage, zwischen 3,60 und 3,40, dann habe ich den Gewinn, den kalkulierten Gewinn, habe ich einfach schon weg. Da gab es also ein ganz schlimmes Jahr. Das muss 1967 gewesen sein. Wenigstens für unseren Betrieb war es ein schlimmes Jahr. So dass der Vater sagte, Jungs, ich kann euch nicht mehr bezahlen, sucht euch irgendwie Arbeit. Das haben wir nicht getan. Wir haben alle zusammengestanden. Und es ging dann irgendwann auch wieder besser. Ernst Wilhelm Nigelow und seine Tochter Birgit sind noch immer unterwegs auf der Suche nach einer Fräsbank für Scherenschrauben. Einer Maschine, wie er sie von früher kennt. Die beiden haben einen Tipp bekommen. Im Solinger Industriemuseum soll es so etwas noch geben. Der Museumsdirektor führt sie hin. So, Kottenlampen, das finde ich ja toll. Ja, ich zeige Ihnen jetzt mal schön. Eine Maschine, die könnte das sein, was Sie suchen.
Bin ich ja mal gespannt. Ja, ja, inzwischen habe Versuch ich die Hoffnung aufgegeben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas noch existiert. Wir haben ja auch viel zu viel weggeworfen. Gucken Sie mal. Ganz spannend. Bin mal gespannt. Über alles Wertvolle. Ach, guck mal. Die habe ich als Fräsbank für Schernägel übernommen. Das ist genau das Gerät, das wir gesucht haben. Unsere sah etwas anders aus. Hier war ein Hebel, der Hebel ist da unten. Man konnte diese beiden Zuführungen wechseln. Ich weiß nicht, welche sie genommen haben, warum das so ist. Das ist die idealere, geht sehr viel schneller. Man muss nicht kurbeln, sondern kann mit dem Hebel sehr schnell zuführen und wieder absetzen. Das ist ideal. Natürlich versetzt einen das in frühere Zeiten. Und man muss sich eigentlich fragen, wieso weiß das keiner mehr? Ist denn meine Generation die letzte, die so etwas noch weitergeben könnte, wenigstens museal oder demonstrativ zeigen könnte, wie es mal war? Dann sollten wir das tun. Er darf sie sich sogar ausleihen. Vielleicht läuft die Fräsbank ja noch. Seit den 70er Jahren wurde die Handarbeit bei den Nigelos immer weniger. Sie hatten früh in moderne Technik investiert. Nur so konnten sie im internationalen Konkurrenzkampf mithalten. Die Schleifmaschinen kamen auf. Die Schleifmaschinen halfen uns, mehr Ware zu schleifen, zu produzieren. Und wir waren sicherlich die Ersten, die Schleifmaschinen gekauft haben. Und wir waren dann die Allerersten, die eine gebogene Schere maschinell geschliffen haben. Und ich behaupte heute, wir waren sicher die Ersten weltweit. Heutzutage ist das Standard. Das hat uns weit nach vorne gebracht. Der Schritt von der traditionellen Handarbeit zur Maschine trug ihnen in Solingen Kritik ein. Doch die Nigelos experimentierten weiter, entwickelten moderne Verfahren, um rostfreien Stahl zu Scheren zu formen. Ernst Wilhelm Nigelos Cousin Willi war ein unermüdlicher Tüftler. Dann ist er immer nach Hause gekommen und dann musste ich immer die gleiche Decke auf den Tisch legen und dann wurden die Scherenbecken da drauf gelegt oder je nachdem schon eine ganze Schere offen oder zu. Und dann wurde die fotografiert, dann sagte er zu mir, Karin, damit es heißt, wir haben die selber entwickelt. Dadurch sollte dann diese Decke am Tisch sein. Das hat er gerne gemacht. Hat er dann alles einzeln aufgeschrieben und dann brachte er auch die Scheren mit nach Hause. Und dann wurden Einmachgläser auf die Mauer draußen gestellt. Und da wurden dann irgendwie Säuren reingeschüttet, immer eine andere, damit man auch sehen konnte, dass sie nicht rostete. Die Begeisterung für die Technik hat Tim Nigelow von seinem Vater Willi geerbt. Ich habe eine Lehre gemacht, und zwar als Maschinenschlosser, und zwar bei der Firma, wo wir unsere Schleifmaschinen leer haben. Ja, und dann war ich bei der Bundeswehr, dann ist leider mein Vater verstorben und dann bin ich vorzeitig entlassen worden und seitdem bin ich dann hier im Unternehmen tätig. Eigentlich war ich Geschäftsführer, eben halt durch die Erbfolge ist es dann so gekommen. Und ich habe das aber abgegeben, weil ich also nicht so der Mensch bin, der eben halt so für das Kaufmännische zuständig ist. Für mich ist die Produktion, das Organisieren der Produktion, also das mache ich dann gern. Tim Nigelos Aufgabe ist es, die Maschinen am Laufen zu halten. Bis zu 45 Arbeitsschritte sind notwendig, um aus einem Scherenrohling eine Nagelschere zu machen. Die meisten davon werden heute bei den Nigelos von Maschinen erledigt. Trotzdem sind die Scheren aus Solingen für den Massenmarkt zu teuer. Amerikanische Kunden kaufen heute bei Konkurrenten aus Billiglohnländern. Es wird immer schwerer mitzuhalten. Der Prozess zu automatisieren, umzustellen, neue Prozesse zu entwickeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals damit aufhören. Ich denke, es ist die absolute Notwendigkeit. Wir stehen heute in einer unglaublichen Kostenschere, auch als Scherenhersteller. Heißt, Energien, Rohstoffe werden immer teurer. Am Markt haben wir immer mehr Kostendruck. Ein Druck, der ihm persönlich viel abverlangt. Abends nach der Arbeit zieht Ralf Ebner sich zurück in sein zweites Reich. Die Schreinerwerkstatt im Keller seines Hauses.
begeistert mich. Es ist einfach für mich ein absoluter Ausgleich. Ich mache das so lange abends, teilweise bis Mitternacht, bis bei mir kopffrei, Müdigkeit. Ich schlafe perfekt. Am nächsten Morgen sind die Probleme genauso da, wie wenn ich die ganze Nacht nicht geschlafen hätte. Ich glaube, den größten Druck, den ich empfinde, ist der für 80 Mitarbeiter und für 80 Familien. Nicht mal nur die eigene Familie. Die Sorge, ob man das, was man übernommen hat, an die nächste Generation weitergeben kann, die verdränge ich. Die Müngstener Brücke. Ein Ort in Solingen, den Ralf und Birgit Ebner besonders mögen. Selten haben sie Zeit, allein hier hinzukommen. Wir zeigen eigentlich gerne allen unseren Kunden, die nach Solingen kommen, wie früh Deutschland eigentlich schon Technik beherrscht hat. Und eine 107 Meter hohe Brücke 1890 auf die Beine zu stellen, gilt auch heute noch als kleines Wunder. Die Tradition der Region bewahren und zugleich im globalen Wettbewerb bestehen, wie kann das Familienunternehmen das schaffen? Ralf Ebner hat einen Plan. Er möchte neben dem Werk in Solingen ein zweites Standbein aufbauen, am anderen Ende der Welt. Ich bin nach China gegangen, um Pakistan den Krieg zu erklären. Wir haben einen unglaublichen, starken, preislichen Wettbewerb aus Pakistan. Das ist zufällig in dem Land gerade so entstanden. Und dem hatten wir preislich nie etwas gegenüberzusetzen. Und um auch diesen Markt abdecken zu können, der bewusste Schritt in die Produktion. Es ist, glaube ich, mehr als ein Abenteuer, weil man muss ein anderes Land, eine andere Kultur, man muss andere Arbeiter, auch eine ganz andere Technologie entdecken, verstehen und die dann umsetzen. Ein zweites Werk in China, um neben den Scheren aus Solingen auch preisgünstigere anbieten zu können. Ernst Wilhelm Nigelow weiß, unter welchem Konkurrenzdruck der Schwiegersohn steht. Er verfolgt genau die Entwicklung der Firma. Ich sehe mir die Kosten an. Die aufgelaufenen Kosten sehe ich mir an. Der Ralf Ebner ist lediglich Geschäftsführer, wenn ich das lediglich mal so einschränkend sagen darf. Er bleibt natürlich mein Schwiegersohn, so hoffe ich das zeitlebens. Aber der Ralf Ebner hat keine Anteile. Die Anteile sind immer noch in Händen von Birgit, Tim und mir. Ich bin also nach wie vor Gesellschafter. Und habe auch nach wie vor das Interesse, nicht nur, sondern auch die Pflicht, mal zu sehen, wo laufen die Kosten hin. Ein zweites Werk in China aufbauen, das ist eine beträchtliche Investition für das Familienunternehmen. Doch hätten die Nigelows nicht früher auch Neues gewagt, wer weiß, ob es sie heute noch gäbe. Es ist eine Notwendigkeit. Ich habe schon vor sicher 10 Jahren gesagt, es mag länger her sein, aber ich habe mal vor 10 Jahren gesagt zu Herrn Ebner, Ralf, die Welt ist nicht nur für Siemens und BMW gemacht. Wir müssen uns im Osten engagieren. Nun, Ralf ist mit Leib und Seele Produzent und hat diese Aufgabe angenommen. Und ich bin sehr zufrieden, dass er das getan hat. Wieder mal am Flughafen. Ralf Ebner ist viel unterwegs. Messen, Kundenbesuche, Amsterdam, New York, Italien. Und alle paar Wochen fliegt er nach China. 12 Stunden Flugzeit, Jetlag, alles inklusive. Und für die Familie heißt es jedes Mal Abschied nehmen. Natürlich ist es immer schade, wenn man dann wieder Abschied nehmen muss. Auf der anderen Seite war es aber ja eigentlich immer so. Und ich habe es ja schon früher als Kind bei meinem Vater kennengelernt, dass der auch viel unterwegs gewesen ist. Und insofern ist es für mich schon auch ein Stückchen weit normal, dass man eben auch sich mal trennen muss. Und das Schöne ist ja, man weiß, man sieht sich dann auch immer wieder. Vor dem Abflug checkt Ralf Ebner seine Mails. Die Produktion von Haut- und Nagelscheren im chinesischen Werk ist noch im Aufbau. Wir haben das große Problem, dass die Werkzeuge zurzeit splittern, dass es da ganz viele kleine Abriebteile gibt. Und so kann man die Produktion nicht starten. Die würde sehr schnell gar nicht funktionieren oder sehr ungenau werden. Und wir müssen den Grund finden, warum. Und das geht nur mit seinem Know-how und regelmäßigen Besuchen vor Ort. Thank you.
Nanjing im Osten Chinas. Eine Metropole mit 8 Millionen Einwohnern. Ralf Ebner ist jedes Mal begeistert, wenn er ankommt. Für mich ist China ein sehr schnell entwickelndes, wachsendes Land. Und ich denke, dass man hier sehr viele Möglichkeiten hat. Ein Vorort von Nanjing. Der Deutsche mit dem Fahrrad ist hier eine kleine Attraktion. Vor knapp 2 Jahren hat Ralf Ebner die Produktionsstätte zusammen mit chinesischen Partnern gegründet. Ein kleines Gebäude, in dem er Großes vorhat. Hier sollen bald preiswerte Haut- und Nagelscheren in großen Stückzahlen produziert werden. In der Hoffnung, so verloren gegangene Kunden in Amerika und anderswo zurückzugewinnen. Alles ist hier billiger. Die Rohstoffe, die Maschinen, die Lohnkosten. Please tell her to stop. Sag ihr bitte, dass sie die Maschine anhalten soll. Let me see. Lass mich mal sehen. Da sind wieder viele Splitter. Es liegt nicht an ihr. Wir müssen das noch mal besprechen. Okay, let's go. Es gibt eine Vielzahl von vielen, vielen kleinen Dingen, die gelöst und angepasst werden müssen. Wir können sicherlich mit einer gewissen Schlachtzahl loslegen. Und bis die Fertigung wirklich mal sauber und richtig steht, ich denke, vergeht ein weiteres Jahr. Ralf Ebner hat noch eine weitere Idee. In China ist eine Schicht von Reichen entstanden, die westlichen Lebensstil lieben, egal wie teuer er ist. Ihnen will er gute Nagelscheren made in Solingen verkaufen, als Luxusartikel. Ich glaube, dass Haut- und Nagelscheren für Chinesen noch ziemlich neu und unbekannt sind. Man stellt sie eigentlich nur her. Pinzetten sind allgemein gebräuchlich, aber es ist schon eine neue Welt für China. Während Ralf Ebner in Nanjing ist, geht der Familienalltag in Solingen weiter. Ernst Wilhelm Nigelow macht sich Gedanken, was in der nächsten Generation aus dem Familienbetrieb wird. Doch wie schon seine Tochter Birgit, hat auch Enkelin Melanie ihre eigenen Ideen. Also ich bin halt noch nicht ganz sicher, aber ich hatte eher was in Richtung Lehrerin angedacht. Und halt wenn, dann Mathe, Physik. Aber ich bin ja noch relativ jung, es kann sich ja noch ändern. Ernst Wilhelm Nigelow nimmt es gelassen. Dass das Familienunternehmen weiterlebt, das bewegt mich schon. Und solange ich da bin, werde ich auch versuchen, darauf Einfluss zu nehmen und zu helfen. Aber vielleicht gibt es später mal einen Fremdgeschäftsführer. Warum also nicht? Wenn er dann seine Sache gut macht, und davon hängt das immer ab. Wenn so jemand aus der eigenen Familie kommt, so wie der Ralf gekommen ist, das ist natürlich ganz wunderbar. In der Scherenfabrik wartet eine Überraschung auf Ernst Wilhelm Nigelow. Die historische Fräsbank aus dem Museumsdepot ist aufgebaut und läuft tatsächlich wieder. Vor über 55 Jahren hat er gelernt, von Hand für jede Schere ein eigenes Schräubchen herzustellen. Wer kann das heute noch? Ich muss jetzt die beiden Scherenteile miteinander verbinden. Und den Schraubenrohling bearbeiten. Auf die richtige Länge bringen, feilen und polieren. Für mich ist es eine Freude, natürlich. Ich hätte auch nicht erwartet, dass ich das jemals wieder machen würde. Früher machte er so 100 Scheren in einer Stunde fertig. Eine schweißtreibende Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl und eine gute Portion Leidenschaft verlangte. So schön. Jetzt ist die Schere miteinander verbunden. Und jede Schere hat eine handgefertigte Schraube. Das ist schon toll.
Eine Woche war Ralf Ebner in Nanjing. Und er bringt Neuigkeiten mit. Doch zuerst will er sehen, was sich zu Hause in Solingen getan hat. Eine Lieferung Stahl ist angekommen. Rohmaterial für 1,5 Millionen Scheren. Auch die eigenen Mitarbeiter hatten sicherlich starke Bedenken. Man würde hier schließen und drüben neu aufbauen. Ich denke, das haben heute sowohl meine chinesischen Partner und die Mannschaft verstanden, wie auch die Solinger Mannschaft. Es geht darum, zwei Qualitäten, zwei Preisniveaus in zwei verschiedenen Welten zu realisieren. Ob sein Plan aufgeht, muss die Zukunft zeigen. Und was ist mit der zweiten Idee? Ralf Ebner hat aus China etwas mitgebracht. Eine Luxuszeitschrift mit einer Anzeige für Nagelscheren aus seinem Betrieb in Solingen. Ob es der Familie gelingen kann, reiche Leute in China dazu zu bringen, Qualitätsscheren aus Deutschland zu kaufen? Schon toll. Die Welt ist doch so groß. Die ist doch so groß geworden und wächst jeden Tag. Da kommt doch Absatz auf uns zu. Da sind doch neue Märkte. Und das ist doch, auch wenn es noch ganz kleine Pflänzchen sind, die muss man einfach züchten und dem muss man sehr viel Aufmerksamkeit geben. Und Aufmerksamkeit in dem Fall heißt natürlich auch Geld ausgeben, das ist klar. Mhm. Kompliment. Es ist sicherlich immer eine Herausforderung, einen Betrieb zu managen. Ich habe es immer als sehr positiv empfunden, dass man das als Familie machen kann, weil wir immer sehr eng zusammen waren als Familie und das sicherlich auch sehr vieles leichter gemacht hat. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Familie habe und dass man das so zusammen machen konnte. Die Scherenmacher aus Solingen jedenfalls sind entschlossen, ihr Familienerbe zu bewahren und später der nächsten Generation zu übergeben. Lücke zwischen die beiden Männer, genau. Viele Städte, Remscheid, Werkzeugstadt, Wuppertal, Weberstadt, die traditionellen Industrien sind verloren gegangen und vieles hat sich davon nicht mal wirklich weiter transponiert und erhalten. Wenn wir das für unser Produkt, Manikürschere, schaffen, dann wäre das für mich schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis meiner Arbeit. Dass wir weiter so zusammenhalten, wie wir bisher zusammengehalten haben. Denn unsere Familie und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Größte, der größte Schatz, den wir haben. Warte mal ein Foto.